Ja, Sauerstoff haben wir, ja, Tumpels. Der ist schon drin. So, muss ich noch was mit Panzerplatten machen? Soll ich noch was irgendwas? Die Rückwand machen wir nachher noch mit Panzerplatten. Damit sie uns nicht gleich hinten wieder in den Treibstofftank ballern. Setze ich schon mal die restlichen, den Überschuss, ja, den ich jetzt noch habe. Wenn ich später große Triebwerke kann, kommen ja noch große Triebwerke rein. Flaschen, ja, Sauerstoff. Kisten müssen noch rein, ein paar. Ich glaube, noch zwei RCS-Module werde ich noch. Ich weiß nicht, wie das Ding sich lenkt, aber bei der Größe würde ich sagen. Werden wir sehen. So, Generatoren sind. Die fummeln immer alle an meinem Konstruktor rum. Es ist traurig, Leute. Es ist ganz traurig. Mein Gott, meiner, deiner, unserer. Hey, hey. Wir müssen gleich sowieso noch Sachen mitnehmen, falls wir reparieren müssen. Ja. Guck erstmal, wo die Lagerboxen. Ja, hier wird gerade Magnesium produziert, was super ist. Dann brauchen wir brauchen gleich einiges an Munition. Deswegen habe ich zwei Kisten gebaut. Ja. Ja, deswegen haben wir erstmal 500 angeschmissen. Ich habe ja vorgehabt, also ich baue auf jeden Fall noch ein Raumschiff. Also, ob ich das jetzt live zeige dann mit euch oder ich muss ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe überlegt, so Kanzeln zu bauen, wo ich die Geschütze kann man ja auch besetzen. Ja, richtig, genau. Und damit die anderen beiden nicht nur auf dem Passagiersitz rumgammeln. Oh ja, André, die musst du bauen. Ich kann die Frachtboxen gar nicht. Ja, dann mache ich die. Dann musst du da gleich dein Näschen rausnehmen. Ja, habe ich schon. Verdammt, ich. Dann, dass diejenigen, die da rumhocken, sich ein Geschütz schnappen können. Das mache ich dann beim nächsten. Ich muss ein bisschen rumexperimentieren. Wir haben jetzt in letzter Zeit viel anderen Scheiß gespielt. Richtig, ja, genau. Also, wir haben wirklich. Wir haben Empyrean da vernachlässigt. Es tut uns leid. Es tut uns leid, dass wir das Spiel, mit dem wir angefangen haben zu streamen, nachlässigt haben. Aber wir werden wieder verstärkt. Ja, wir haben leider zu viel Seven Days gespielt. Es tut uns leid. Dabei funktioniert Empyrean deutlich besser als Seven Days. Ja, das Problem ist, es kamen jetzt in vielen Spielen zu viele Updates, wo wir versucht haben, euch zu informieren. Ja. Dann hatten wir einen Hardware-Server, der leider nicht genutzt wird. Den haben wir, schalten wir jetzt bald auch ab. Dann. Genau, den schalten wir bald ab. Life is Feudal wissen wir auch noch nicht, ob wir das weiterführen. Ja, ich denke mal, eventuell. Das läuft nämlich momentan bei uns auf YouTube am besten. Ja, wenn dann aber als Let's Play und nicht als. Ja, genau, da werden wir dann für speziell für. Ja, denn als Let's Play ist, läuft das, denke ich mal, nochmal ein bisschen besser. Dann hat jetzt im Leerlaufen einen ganzen Treibstofftank ausgesaugt. Er weiß Bescheid. Respekt. Ne? Respekt. Das ist nur ein kleines Respekt. Schiff. Ach, du hast nur hier Panzerplatten. Ja, das ist cool. Ja. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Ja. Das ist cool. Aber ich glaube, ich habe die teilweise falsch gesetzt. Hätten wir die richtig gesetzt, hätten wir hier auf den Schubdüsen oben drauf. Genau. Noch laufen können. Nee, noch welche drauf machen können. Ja, aber ich glaube, ich habe die jetzt falsch gesetzt. Ach, das ist nicht so wild. Aber das ist ja, wollte gerade sagen, dass du so das wild. Ist nicht so wild. Wenn uns so eine Space-Drohne in Angriff nimmt und unsere Dinger nicht zurückfeuern, dann haben wir sowieso ein Problem. Also, ja, Geschütze musst du dann. Ich muss gucken, was ich schon kann. Also Miniguns. Ja, die ganz normalen, billigen Dinger kann ich natürlich, klar. Ja, da würde ich schon mal welche setzen. Zwei nach vorne, zwei nach hinten. Raketengeschütze, zwei nach vorne, zwei nach hinten. Wir brauchen noch einen Fahrstuhl nach oben eigentlich, ne? Aufs Dach, meinst du? Ja, dass man da auch noch Geschütze drauf macht. Wie viele brauche ich denn? Eins, zwei, man guckt von der einen drei. Hier dran, okay. Vier Lagerkisten sollten auch erstmal reichen, ne? Ja. Oder ich mach drei, das sieht besser aus. Die eine steht hier doof. Gefällt mir nicht. Da wird noch produziert. Ja, ich weiß, jetzt beschwere ich mich wegen der blöden Lagerkiste und dabei sieht das Raumschiff schon scheußlich aus. Nein, hast du toll gemacht, André. Ja, danke, danke. Oh, danke. Oh. Das könnte schlimmer sein, André. Stell dir einfach vor, du hättest ein Raumschiff gebaut, das wie eine Lagerkiste aussieht. Haben wir doch schon. Nein, so schlimm ist es nun wirklich. Wir wollten sogar eine Mega-Lagerkiste bauen, aber. Ja, richtig, ja. Da kommen ja die Entwickler und hauen einfach ein neues Universum raus. Das kann man doch nicht machen. Die hätten warten sollen, bis wir fertig sind. Die hat das wahrscheinlich gesehen und hat sich gedacht, komm, Alter, komm, hier. Ne? Habt ihr mehr Platz? Hier habt ihr mehr Platz.
Oh, das sieht zu eng aus. Ihr habt ja mehr Platz, baut da. Mann. Schwierig, ja. Ja, ist alles schwierig. Jetzt ist mein Handy abgeschmiert einmal. Oh. Wir müssen jetzt auch noch große Promethium. Ja, wir haben kaum Energie, ey. Kaum Energie. Wir haben noch 72 große Zellen, das ist nicht gerade die Welle, ne? Der hier hat noch 126 in Auftrag. Ist Gronkh gar nicht mehr online? Hat das schon aufgehört für heute? Ist denn das heute alles zu. Möglich. Ja, der ist nämlich nicht mehr on. Ich sehe das gerade. Wahrscheinlich sind die Probleme doch zu groß. Schade. Ich hätte ihn nachher gerne nochmal ein bisschen zugeguckt. Aber vielleicht ist er ja nachher noch. Ja, wenn er das heute nicht macht, kommt er morgen auf jeden Fall wieder. Ja. Ich ihn gerne mal zwischendurch mal zu. Klar, warum nicht? Ich guck viele andere. Ja, ist ein angenehmer Typ, ne? Der labert auch mal ganz gerne, also ganz gerne auch mal Blödsinn. Ah, finde ich cool. Ja. Es ist nicht so wie andere. Also es gibt ja einige, die also so total steif sind und hauptsächlich nur über Spiel und hier und ne, habe ich auch schon einige gesehen jetzt in den letzten Tagen. Ne? Ich muss noch einen jetzt Fuß machen, denk dran. Ach ja, mache ich. Ich habe ja überlegt gerade. Letzten Tagen ja auch hier auf Twitch rumgestöbert und einige sind da wirklich echt verdammt steif. Ja. Meint ihr nicht, da sind ein paar zu viele Triebwerke? Ja, jetzt bleiben die da dran. Jetzt ist das egal, jetzt bleiben die da dran. Oh Mann, ich hätte vielleicht doch noch einen weiter nach hinten ziehen sollen. Den Popo noch ein bisschen schlanker. Ja, sind viel zu wenig, genau. Du hättest auch an jeder Seite schubsen. Ach, zu wenig? Ja, warte, kein Problem. Mach an jeder Seite Scheiß auf Steuer, die sind einmal rundherum nur Haupttriebwerke. Ja. Für jede Richtung 10. Ja, wir bauen nächstes Mal einen Borgwürfel, der nur aus Triebwerken besteht. Kann mal bitte jemand gleich das Schiffchen starten? Klar, weiß nicht, ob Kay will. Nee, alles gut. Den kannst du so setzen, ne? Ist ja hoch genug jetzt. Ja, aber irgendwie hat er da nämlich blockiert bei dem einen. Ah, geil. Deswegen, aber jetzt ist er. Sieht voll aus wie in Star Wars, ey. Ja, fast wie der Millennium Falcon, ne? Aber nur fast. Ja, Entschuldigung, man kann keine Rundungen so richtig bauen. Aber der Millennium Falcon ist auch nicht richtig rot. Guck mal, jetzt fehlt nur noch hier eine Seite nach vorne hin, weißt du? Dann musst du hier vorne ein bisschen länger ziehen, ne? Diese Pilotenkanzel und vorne die beiden Nupsis da, weißt du, diese diese Nupsis. Wieso ist das immer, wenn jeder was weiß nicht, wie ihn heißt, heißt es immer Nupsi? Ja, richtig, genau. Was ja, ist das? Was ist ein Nupsi? Nupsi oder ein Dings da? Alter, wer fummelt hier an meiner Lackierung rum? Kay, glaube ich. Ich bin noch gar nicht da, ich bin draußen. Ich habe keine Lackierpistole. Oder vielleicht hast du dich vermalt, weil das dunkel war. Das kann natürlich auch möglich sein. Erst ein kurzes Licht. Das kann natürlich auch möglich sein. So, auf Waffen wollten wir schauen. Ich habe im Angebot die Standardwaffen. Kanonengeschütz, Raketenwerfergeschütz, die Minigun und den Raketenwerfergeschütz. Ja, Minigun und Raketenwerfergeschütz auf jeden Fall. Als selbstbedienbare Waffen vom Schiff aus habe ich nur den Raketenwerfer. Dieses mega lange Raketenwerferrohr. Das ist das Automatikgeschütz, ne? Die anderen sind die Automatikgeschütze. Es gibt noch einen Raketenwerfer, den kannst du selber benutzen. Ja, auf jeden Fall die Automatikgeschütze, die brauchen wir. Ja, erstmal zwei Minigun-Geschütze oder was? Oder direkt diese Kanonengeschütze, wie die auf unserer Basis stehen. Weil die funktionieren, das weiß ich. Ja, dann nimm die. Wenn die funktionieren, dann nimm die. Die Minigun-Geschütze, das wär zum Beispiel so ein Geschütz. Da steht nämlich, da ist extra für Auto-Aiming und Manual-Turret. Aber man muss gucken, dass die dann auch... Die sind nämlich only functionally on space. Brauchen wir gar nicht gebrauchen, dann nicht für die Kanonengeschütze. Ja. Die können wir dann wenigstens auch auf Planeten werden, die sich dann wehren. Zwei erstmal und zwei Raketenwerfer oder gleich vier Kanonengeschütze? Ich würde sagen gleich vier. Na, erstmal die Kanonengeschütze, die Raketen können wir ja immer noch bauen. Was nehmen die für Schlucken, die für Munition? 30 mm Kugeln, okay, kann ich die da auch im Auftrag geben. Boah, da kommt nur 25 raus. Ja,
bei Raketen kommen nur 25. Nee, raus. Bei 30 mm Kugel. Bei der 15 mm kommen 100 und bei der 30 mm nur 25. Die 30 mm. Ja, gut, kann sein. Man redet mal 20, dann haben wir ein paar. Frage, wie schnell die leer feuern. So, brauchen wir noch irgendwas im Schiff? Müssen Essen mitnehmen, müssen wir reinpacken. Ja, Essen auf jeden Fall. Sauerstoff. Haben wir jetzt genug Strom? Ja, hast du noch zwei Generatoren angebracht? Ja. Wie viele Generatoren sind das da jetzt? Ich glaube 8. Könnt ihr noch zwei mehr mitnehmen? Die blauen Flaschen, ja, Sauerstoff müssen wir noch mitnehmen. Da vorhin hier welche gesehen. Achso, hat die schon eine? Hier sind noch 50 Flaschen, wir müssen doch noch viel mehr haben. Wahrscheinlich hat die schon mal einer draußen rausgeholt. Wo ist das Ding? Ich weiß gar nicht mehr, wo das Ding steht. Ich war schon lange nicht mehr zum Vordereingang. Ich auch nicht. Guten Abend, Ducky. Guten Abend. Ah ja, Alter, hier ist ja Sauerstoff, da wisst ihr ja. Wasser ist hier noch jede Menge. Hier ist auch noch Sauerstoff, Wasserstoff. Wo guckt ihr denn hin? Hui, hier war ich echt schon lange nicht mehr, hier vorne. Ein Generatorteil auch nicht. Kommt man so schwer hin, ne? Ja, so selten vor allen Dingen, vor allem ist ja, die Küche selten, ganz selten. Vorne. Und wir haben letztes Mal bei der Loot-Tour so viele Rationen gefunden, da muss man ja gar nicht mehr. Ja, eben. Hui. Hast du die Geschütze natürlich nicht mitgenommen? Egal, hole ich mir gleich. Hier. Was hast du nicht mitgenommen? Die Geschütze. Achso, ja gut, passiert. Dann haben wir erstmal Sauerstoff drin, dann haben wir hier eine Lagerkiste. Da packe ich Sauerstoff rein. Wasser kommt in den Food Constructor. Boom, Baby. Oh. Aber das mit dem unten reingehen, das ist gut. Dass das geht. Ja. Ja, ja, ja. Das ja, ist ja. Echt super. Also zumindest man außen irgendwie hübsch machen, dann kann man, müsste man eine Rampe bauen, die dann andauernd so blöd dasteht. So, das jetzt, jetzt muss man nur noch mal eine Rampe nach oben machen, den Fahrstuhl. Munition läuft. Ja, hier, komm, Fahrstuhl. Das ist gut hier, Fahrstuhl ist gut hier. Ja. Aber ist eigentlich ein Triebwerk im Weg? Dings im Weg? Nein, das passt schon alles. Und sich halt nur mal ein bisschen bewegen. Ne? Ansonsten hättest du einfach den einen Generator woanders hingesetzt. Ja, jetzt ist alles gut. Wo ist er? Hätte er denn jetzt schon wieder einen Aufzug gebaut? Ich tritt den Junge gleich. Ich finde den. Was nicht. Denn? Wo bist du? Bei den Treibstofftanks. Oh, Alter, da wollte ich doch noch zwei RCS reintun. Na egal. Nein, brauchst du nicht. Das reicht. Na, zwei Stück? Okay. Das reicht. Okay. Alter, denk dran, was ich in meiner Schleuder drin habe. Ich habe da drei drin und das ist einer zu viel. Ja, aber das Ding wiegt auch 2,43, ne? Popeltonnen. Aber hier steht ein Raumschiff drauf. Ja, weiß ich. Ich habe das da geparkt, Alter. Ist angedockt. Ist angedockt. Okay, wohin mit den Geschützen? Direkt hier neben den Triebwerken. Die Automatikgeschütze würde ich hier so ein bisschen am Rand dran packen, dass sie sich mehr oder weniger in alle Richtungen drehen können. Ja, genau. Abschießen! 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 Ah! Geht nicht. Ja. Ja, guck mal, das ist schon mal gut. Also, ich möchte. Also wenn man da drin sitzt, dann muss ich die DPI-Zahl von meiner Maus extrem hochstellen, damit ich mich relativ schnell drehen kann hier. Sonst erwische ich ja gar nichts. Ist ja... Ich sehe da jemanden schwimmen. Ich bin vom Raumschiff gefallen. Ja, ja, ich will jetzt schon. So.
Alter, das geht hässlich in den. Das ist doch. Alter, weißt du was? Alter. Mach kurz Pause, lösch das Raumschiff und dann die beiden bauen ein neues. Alter, ganz ehrlich, weißt du sagst jedes Mal, das Schiff sieht scheiße aus, das Schiff sieht scheiße aus. Jetzt will ich das auch einmal sagen und das auch mal auskosten. Damit du weißt, wie ich mich jedes Mal fühle, wenn du das sagst. Du hast ja keine Gefühle. Doch, hab ich. Du wirst es nicht glauben, aber auch ich habe Gefühle. Nur die Pinsel erfährst du letztens. Gerüchte, alles nur Gerüchte. Ja, ich sehe nichts von Gefühlen. André, ich glaube, du musst wieder essen, wenn das, wie Atompilz sagt. Ich muss schon wieder essen. Oder? So, was brauchen wir jetzt noch? Hier mache ich nochmal. Ja. So, was für Geschütze wollen wir noch? Die automatischen Raketenwerfergeschütze oder Flakgeschütze? Direkt die Riesenrohre. Flak. Nee, die sind nur für die Basis, sehe ich gerade. Sie sind das weniger Geschütze geworden, habe ich das Gefühl. Oder ich kann wirklich noch nicht alle. Du kannst noch nicht alle. Das wird sein. Capital Russell, ja, ich werde gleich essen. Ich werde schon nicht verhungern, oder? Naja, ein bisschen habe ich noch. Schubdüse, ja, Pulslaser und das automatische Plasmageschütz fehlt mir noch. Danke, Wabba Ducky. Danke, danke. Das wissen wir zu schätzen, dass du so denkst. Das ist auch der Eindruck, den wir euch vermitteln wollen. Ja, richtig, genau. Also brauche ich noch die Raketenwerfergeschütze. Kannst du bitte noch 135 mm Raketen im Auftrag geben? Ja, ich dachte, selbstverständlich kann ich das. Ich meine, wir sind ja jetzt auch langsam im verflixten siebten Jahr. Wie es immer so schön heißt, ne? André, stell dir das mal vor. So lange kennen wir uns schon. So lange. So lange halte ich das schon mit ihm aus. Wisst ihr, dass seine Unkreativität musste ich jahrelang ertragen, konnte sie nicht mit euch teilen. Aber jetzt drehen wir auf. Ui, jetzt zeigen wir euch alles zeigen wir euch. Unzensiert. Er ist schon zensiert, da läuft alles durch einen Schönheitsfilter. Glaubst du, da kann man doch nur für Schönheit bei uns? Jetzt muss ich alle Geschütze auch noch manuell nachladen. Ja, weiß ich. Ah, ich hoffe mal, die laden sich wenigstens dann im Kampf nachher selber nach. Oh ja, das hoffe ich auch. Sonst müssen wir immer während des Kampfes kurz anhalten, nachtanken. Oder du musst jetzt wirklich ein paar Leute haben, die alle das Geschütz besetzen und. Aber das wäre dann ganz schön. Evil Knievel. Evil Knievel. Ich glaube, ich tu mal das Schiffchen nochmal ein bisschen weiter nach links, ne? Willst du das jetzt wirklich oben drauf lassen? Ja, klar! Guck mal, packe ich immer so ein bisschen mittig. Das ist doch angedockt. Was kann da passieren? Dass es runtergeballert wird. Ist es so. Okay, ich glaube noch ein paar Minuten und wir können starten. Naja, ich glaube langsam sind die Vorbereitungen. Der Konstruktor müsste noch gefüllt werden für den Fall der Fälle. Oh ja. Essen holen, Kühlschrank voll machen. Hast du. Da ist ein Kühlschrank. Ist ein Kühlschrank. Vielleicht oben drüber noch einen Kühlschrank. Brauch noch mal einen zweiten, den kannst du da oben drüber setzen. Ja, kann ich machen. Also ein Gutes hat's ja, dass das so klein ist. Das Ding sieht mal voll aus und ist nicht immer so leer wie unsere sonstigen Raumschiffe. Es ist doch alles drin. Schon wieder ein Treibstofftank leer gelaufen. Wir müssen noch Promethiumzellen machen. Ich pack Promethium auch mit ein. Ich nehme aus Beikonstruktoren. Am besten alles Promethium, was wir haben, mitnehmen. Ja, ich nehme aus Beikonstruktoren sowieso die Hälfte von beiden Materialien mit. Du kannst auch einen Konstruktor komplett leer räumen. Nimm einfach meinen. Bei dir ist nur Magnesium viel drin. Da musst du Magnesium dann mitnehmen. Nein, den Borgwürfel haben wir halt abgebrochen, weil das große neue Update kam, 5.0. Aber wir werden uns wieder einen. Oh. Achso, du hast was Falsches gebaut, ich sehe schon. Was macht eigentlich die Basis mit der Energie? Reicht? Ich hoffe es. Es sind auch überall große drin. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen. Also den Borg-Kubus, den hatten wir auf jeden Fall in kleiner Variante einmal kurz ja fertig gebaut. Genau, in kleiner Variante. Ja, genau, wo die Alpha 5 gerade rauskam, da haben wir die einmal fix ein kleines gebaut. Also, keine Ahnung, 10x10 Blöcke oder so war das, ne? Um
um euch den, zu zeigen, was denn jetzt alles reingekommen ist, ne? Also wir hatten noch einen kleinen gebaut, aber das war's dann auch schon. Die großen Prometheum-Zellen, die kannst du machen. Ja, ist ja kein Problem. Ist ja noch Promethium drin. Ja. Promethium-Erz ist hier nur noch drin. Die Pellets hast du schon alle mitgenommen, ne? Ja, ich habe alle, die Pellets habe ich alle mitgenommen. Erz nehme ich aber auch mit, das Promethium-Erz. Kay guckt wieder beim Konstrukten zu. Ja. Wabba Ducky, unter Chillfrau haben wir jetzt einfach oben drauf gepackt erstmal. Mein Gott, es ist angedockt. Ja, wir bauen noch ein schöneres. Ja. Wir bauen auf jeden Fall nochmal eins im Weltraum, da hat man einfach mehr Freiheiten. Wollte ich gerade sagen, wir bauen im Weltraum nochmal ein ordentliches. Das ist einfach angenehmer da zu bauen. Ja, richtig. Es fehlt irgendwie der Kringel, der um die gebauten Objekte läuft. Ja, das ist normal. Das ist bei mir auch so, das ist irgendwie so ein kleiner Anzeigefehler. Ist aber völlig normal. Ja. Es wird trotzdem gebaut, keine Sorge. Ja, es wird alles gebaut. Ja, man weiß nie, wie lange der braucht da. Das ist doof. Ach, irgendwann wird er fertig sein, machen in der Zwischenzeit was anderes. Ja, ich mach, guck ja auch nie rein und warte, bis dann fertig ist. Doch, wenn ich darauf warte. Hab ich noch Türen? Ich hab sogar noch Türen. Ich hab eine Tür hier außen, das ist nicht richtig gesetzt. Verdammt! Ja, die ist so weit außen. Ah, hier. Hier? Hier? Ja, hier sind die Kühlschränke. Oh. Hast du auch einen zweiten gebaut? Ja, hab ich. Einfach oben drüber, ist egal wie das aussieht. Beziehungsweise ist gerade in Arbeit, aber sind ja, davor sind ja noch die anderen Dinger, ne? Die. Die Raketen, ja genau. Ein Teil ist schon fertig, den halt bringe ich schon mit. Hier sind Kisten, dann kann ich hier schon mal Baumaterial reinlegen. Ich erwarte mich zwei Überlebenskonstruktionen. Ja, ja, falls wir irgendwo stranden, haben wir noch Konstruktor. Ja, das ist auch gut. Ja. Diesmal porten wir uns dann nicht zurück, sondern bauen uns wieder was Neues auf einen anderen Planeten. So, Raketen sind drin. Hast du die andere Munitionskiste rausgenommen? Achso, gut, okay. Alles klar. Ja, hier in der linken Munitionskiste ist Munition. Ja, hier rechts ist da die Dings jetzt drin. Die Raketen, okay. Ist gut. Ja, richtig, genau. Aber das ganze Promethium ist schon hier, hast du gesagt, ne? Ja. Die ganzen Pellets. Weil ja, weitestgehend glaube ich, ist jetzt alles da, ja. Mach ich mal 100 im Auftrag. Gucken, wie weit der damit kommt. Ich nehme noch mal Prometheum-Erz vor, das Prometheum-Erz vorsichtshalber mit. Ja, aus dem anderen Konstrukt habe ich schon rausgeholt. In den anderen konnte ich nicht reingrabbeln, da hat Kay die ganze Zeit reingeglotzt. Ja, gut, okay. Magnesiumpulver habe ich am Kinn gespielt. Mit. So, ich denke mal, kommt man machen? Soll ich irgendwas anschmeißen? Nee, erstmal nicht. Wir wollen gleich abheben. Wir wollen gleich losdüsen. Obwohl, guck mal, ob du da nochmal einen Kühlschrank bauen kannst, dass wir drei Kühlschränke haben, denn die sind hier ziemlich voll, die Dinger. Dass wir einen dritten haben. Einer? Ja. Einer ja. Reicht. Können wir vorne nämlich die Kühlschränke alle leer räumen? Den einen mit Fleisch habe ich gerade vollgeschmissen und den anderen, den leer war auch. Ja, alles dann. Beides geht dann alles leer räumen. Wenn der Kühlschrank fertig ist. Ah, oh, Inventar ist schon wieder voll hier. Boah. Bleh. Noch die ganze Munition mitnehmen, die wir noch so haben. Was haben wir denn noch an Munition? Ja, wir haben noch 2000 Schuss 5,8mm Kugel, noch ja, brauchen wir. 120mm Raketen, ganz viel Kaliber ja, 50 ja, Munition. Das würde ich alles mitnehmen. Okay, dann nehme ich das alle brauchen mit. Wir alles, das sind so die wichtigsten Munition. Abbauladungen. Hier ist auch noch Schrotze Munition, wenn einer braucht. Nehme ich dann auch einfach mal mit. Oh, schon wieder Inventar. Ja, Schrotze Munition. Ja, Schrotze. Gut, das Schrotze. Okay, hat doch, glaube ich, eine Schrotze. Schreier, hast du eine Schrotze? Ich glaube, ja. Munition dafür habe ich aber in der Tasche. Ich pack's ja nur im Raumschiff in der Kiste, da ist er ja Platz satt. So, Kühlschrank. Hier.
Na 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 na. Alter, eine ganze Kiste voll mit Munition. Ja, ich sag dir das. Nein, der Key ist noch nicht vergeben. Nein, noch nicht. Ah, wo sollen die anderen Geschütze hin? Die Rakettengeschütze. Ich kann den Kühlschrank hier unten nicht irgendwie richtig platzieren. Warum nicht? Doch jetzt. Jetzt habe ich ihn. Alter, wie viel Fleisch haben wir denn noch? Ist doch nichts verdorben? Ja, hat Key hat ja neue geholt, sagt er. Also, er hatte doch bestimmt gejagt draußen. Bisschen gejagt. Und oben sind noch gejagt. Oben sind noch Tomaten drin. Und die Kühlschränke sind noch nicht leer, André. Da sind ja noch zwei Stück, die glaube ich voll sind. Ja, Alter, du musst mal den Feldern gucken. Die sind wahrscheinlich auch schon alle gewachsen. Ja, sind auch schon alle gewachsen. Aber das verdirbt ja nicht, wenn es da drauf ist. Das stimmt. Dann wird die Geschütze vorne und hinten. Die Raketen. Oh ja, das ist. Nehmen wir aber nur das Fleisch mit raus erstmal. Gut, der ist leer, der ist. Da war ich auch, da war ich auch. So, und die Raketen. Raketen, Raketen. Gut. So, ich glaube, Raketen haben wir ja auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Was? Ja. Weißt du? Guck doch mal rein, wie viele wir haben an Raketen. Aber wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge. Wie sind dieses Mal, wenn wir neue Munition reinlegen, die Geschütze leer? Das heißt man, okay. Das ist ja dann auch ein bisschen. Das ist aber auch nicht normal. Sollte eigentlich nicht sein, weil die Munition, die sie geladen haben, ist dann schon weg. Okay. Ah. Sollten wir vielleicht lieber erstmal komplett voll machen und dann erst laden. Naja, wir haben ja jetzt erstmal was drin. Ja. Sollte erstmal leer ballern. Ja. So, die laden selber nach, die laden selber nach, sagt Atompilz gerade, André. Guck ja, mal. Ist doch, ja, dann ist ja gut. Das ist dann gut. Wenn die selber laden, dann ist doch cool. So, wie sieht's jetzt aus? Haben wir alles? Ich warte jetzt noch auf die letzten Schuss Raketenmunition, die jetzt noch in Auftrag ist. Und auf den letzten Kühlschrank. Dann haben wir glaube ich alles. Ja, dann sollten wir, glaube ich, eigentlich alles schon haben. Speichern nochmal.